Hallöchen Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarrenreview von mir. Und zwar haben wir hier die von dem Engländer Jeremy Castagli kreierte Zigarre mit der Traditional Line. Und zwar haben wir hier die Cottontail Figurado. Kostet 12,90 Euro. Hat eine Länge von 12,7 cm, Durchmesser 2,06, was im Ringmaß von 52 entspricht. Das Deckblatt kommt aus Brasilien. Cobra-Sorte, Umblatt Domrep, Einlage Domrep, Nicaragua, USA. Man sieht auch hier vom Form her, sieht es ein bisschen aus wie so ein Baseballschläger. Also wird zum Ende hin auf jeden Fall breiter. Könnt ihr sehen. Ja, man sieht es kaum, aber sie wird auf jeden Fall wie so ein Baseballschläger vorne ein bisschen breiter und ist vorne dann so zugezwirbelt. Ja, und sieht ganz lustig aus. Ja, sieht wie gesagt cool aus. Schönes Deckblatt. Etwas helleres brasilianisches Deckblatt. Machen wir mal den Kaltgeruchtest gleich. Kaltgeruch, so im Nachhinein jetzt so nach einigen Momenten so ein bisschen Pfeffer, ansonsten einfach nur Heu. Kaltzug geht nicht, weil sie ja vorne noch zu ist, das sage ich dann gleich beim Anzünden direkt, wie sie schmeckt. Bis gleich. Jetzt sind wir mal gespannt, was der Herr Jeremy Castagli, Herr Amy. Griechisch-türkische Wurzeln, irgendwie sowas. Aber kommt ja aus England. Und ja, ich hatte mal einmal die Bespoke 2000, was weiß ich. Irgendwelche weißen Schatzzigarren. Damals der zweite Teil meiner teuersten Zigarren war okay, aber das ist sehr windig. Reicht das? Sehr holzig. Und ganz frischer schwarzer Kaffee kommt auf jeden Fall. Sehr ledrig. Und das ist so das erste, was ich euch nennen kann, auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal, wie der Abbrand dann sein wird. Ja, ansonsten auch Volumen ist gut. Ziehst einmal dran, hast relativ viel. Also zweimal ziehen und dann hast du wirklich das Rauchvolumen, das du haben möchtest. Also beim Castagli muss man immer so ein bisschen aufpassen, da passiert immer recht viel. Ganz schnell. Also ich habe jetzt hier so gewürzte Safran. Hat aber auch was Fruchtiges. Also jetzt nicht in dem, dass es süffig ist, sondern halt irgendwie so wie Brausepulver, so in Richtung Mandarine, Orange, jetzt ganz hinten im Kopf gestöbert, so in die Richtung. Also da tut sich relativ schnell was, aber immer nur so Nuancen. Ja, ansonsten recht holzig, trocken, ledrig und so dieses Kaffeeröster-Aroma und so ein bisschen Pfeffer, ja. So, jetzt haben wir einiges am Laufen. Wir haben wirklich an einem Punkt an der Zunge so was ganz Frisches, Mentholartiges, gleichzeitig auch aber diese Maggi-Würze, ein bisschen Pfeffer, Zedernholz und diese Safran-Geschichte noch und wieder dieser Kaffee. Also ist so eine gute Kombination irgendwie. Recht würzig, ledern, trocken, aber gleichzeitig diese Frische und aber auch so eine Mini-Tendenz so in diese fruchtige, orangige Richtung. Und ja, interessant. Also wirklich immer nur kleine Nuancen. Der Grundton ist halt Holz und Gewürz. Also der Abbrand ist jetzt nicht so überragend. Ist ja ziemlich früh aufgeplatzt und jetzt in der Mitte platzt sie nochmal auf. Ja, ist halt ein bisschen trocken gelagert wahrscheinlich. Ich habe sie erst letzte Woche bekommen. Geschmacklich flacht sie jetzt ein bisschen ab.
So im Prinzip die Ruhe vor dem Sturm so ein bisschen. Hat auch jetzt so ein bisschen was Süßes, was Vanilliges. So ganz, 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 ganz dezent. 1,5 von 10, wenn überhaupt. Und ja, aber trotzdem auch Volumen ist okay, geht nicht aus. Man muss halt ziemlich oft halt den Schiefband korrigieren. Liegt vielleicht aber auch am Format. Dieses Baseball-Format, Baseball-Schläger-Format. Ja, aber ansonsten gute Zigarre. Jetzt bis auf die Aufplatzgeschichte schon gut. Hat einen guten Eindruck bisher gemacht. Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Anilla. Ja, jetzt kommt die Erde so ein bisschen nach einer knappen Stunde auf jeden Fall, aber sie ist recht holzig jetzt. Ich hätte mir ein bisschen mehr Creme oder mehr Kaffee gewünscht. Ja, in einem Online-Shop kriegt man die jetzt reduziert auch für 10 Euro irgendwas. Offiziell irgendwie in einem Shop. Aber selbst dann, also ich würde es mir nicht unbedingt nochmal kaufen. Ja, aber jetzt haben wir noch ein bisschen vor uns und dann gibt es das Fazit. Und das ist das, was ich meinte mit Castagli. Gibt es immer Überraschungen. Jetzt wird sie sehr würzig und zwar Curry. Ohne Witz. Es kommen Curry-Aromen hinzu. Aber warum ich jetzt vorhin gesagt habe, ja, trifft nicht so meinen Geschmack, weil sie mich ziemlich an die Standard-Gurkha-Zigarren erinnert hat. Diese Maggi-Würze und das Holzige. Bin jetzt nicht so ein Freak von Gurkha-Zigarren. Es gibt Ausreißer wie die Marquesa oder die Ninja. Die sind richtig, richtig gut. Aber so diese Grundgurkhas, vor allem zu den Preisen, nee, danke. Aber jetzt hier auch hat mich die öfters halt immer an so eine Gurke erinnert. Aber jetzt, wie gesagt, wird sie pfeffriger, beziehungsweise, ja, würziger, curryartig. Hab fast vergessen, ein Video zu machen. Jetzt sind wir bei ungefähr 90 Minuten. Ging jetzt mehrmals noch aus und man muss schon sich jetzt drum kümmern. Sie verlangt jetzt Aufmerksamkeit. Das Curry war jetzt nur so ein, zwei Minuten. Und dann ist die Erde so richtig dominant mit 7 von 10 sogar, würde ich sagen, reingebrochen. Ja. Hat auf jeden Fall ihren Reiz, so mit diesen Mentholgeschichten und eben dieses leicht fruchtige Mandarin-Orange-Gedöns. Und jetzt am Schluss dann auch so diese Curry-Spitze in die Seite. Aber hat mir heute irgendwie nicht so insgesamt zugesagt. Preis-Leistung ist ja ein bisschen überspitzt für meinen Geschmack heute, deswegen gibt es heute nur 3 von 5. Aber kann man rauchen. Also wie gesagt, ist das nichts, wo man sagt, ich muss die jetzt weglegen oder so. Aber jetzt am Schluss halt sehr dominant die Erde. Bis zum nächsten Mal.